Ist es nicht wundervoll, dass es das tatsächlich gibt? Diese Liebe auf den ersten Blick. Diese sagenumwobene Liebe auf den ersten Blick, die irgendwie ja so kitschig ist. Und es ist aber eben doch keine Erfindung. Da ich ein Familienmensch bin, habe ich mich kurzerhand entschlossen, sie zu fragen, ob sie Weihnachten mit mir in meiner Familie verbringen möchte. Und für mich war das eine kleine Geste, aber für sie offenbar eine ganz große Geste. Und ich kann mich noch an ihre strahlenden Augen am Maschsee auf der Parkbank erinnern. Und das werde ich auch nie wieder vergessen. Das hat mich wirklich glücklich gemacht. Und wenn du mich fragst, Nicole, seitdem sind wir bereits eine Familie. Something perfectly works, spin around like a child. Oh, and all that you are good for my heart. Seit 1727 Tagen sind wir jetzt schon ein Paar. Und seitdem bin ich verliebt in dich. Rudern zwei ein Boot. Der eine kundig der Sterne, der andere kundig der Stürme. Wird der eine führen durch die Sterne, wird der andere führen durch die Stürme. Und am Ende, ganz am Ende, wird das Meer in der Erinnerung blau sein. Ich liebe deinen Humor und deine liebevolle Art. Ich liebe es, wie du mich anschaust und mich beobachtest und glaubst, ich bemerke es nicht. Wie du weißt, kann ich manchmal ein ganz schöner Dickkopf sein. Und ich danke dir dafür, dass du mir so manche Fehler verzeihst und mich so nimmst, wie ich bin. Ich liebe dich. Wahnsinnig aus. Wahnsinnig gut. Ich kann gar nicht alles aufzählen, wie viele kleine Dinge und viele kleine Aufmerksamkeiten du für mich in dieser Zeit gemacht hast. Aber ich weiß, dass alles immer persönlich war. Und dafür danke ich dir. Willst du Nicole als deine Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr in guten und in bösen Tagen führen, bis der Tod euch scheidet? Willst du für immer an Nicoles Seite sein? So antworte, ja, ich will. Ja, ich will. In den knapp 5 Jahren, die wir uns nun kennen, haben wir so manches erlebt. Und am Ende des Tages, egal was passiert ist, ist von all dem nur eines übrig. Die große Liebe zu dir und mein Vertrauen, mit dir alles schaffen zu können. Und ich frage auch dich, Nicole. Willst du Jörg als deinen Ehemann lieben und ehren und die Ehe mit ihm in guten und bösen Tagen führen, bis der Tod euch scheidet? Willst du für immer an Jörgs Seite sein? So antworte auch du. Ja, ich will. Ja, ich will. Von Herzen, dass es genau so kommt, dass ihr in 60 oder 70 Jahren im Park sitzt und mit den Enkelkindern die Enten füttert.
und dass ihr ihnen dann sagen könnt, vielleicht war nicht immer alles einfach, aber zusammen haben wir es geschafft. Und das Meer, das ist sowas von blau, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen.